der Karte voll? Bei dem nicht. Nee. Glaube ich nicht. Jetzt. Auf jeden Fall können wir uns auch mal darüber unterhalten, was diese IT-Experten alles anrichten können auf Handys, die nicht online sind. Ne? Wenn ich im Flugmodus bin, dass dann trotzdem irgendwelche Nachrichten kommen. Wir müssen uns mit dieser Technik irgendwie mal ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Also ich glaube, egal was du an deinem Handy einschaltest oder ausschaltest, wenn ich zum Beispiel meinen Standort ausmache, die Anzeige, dann können die das trotzdem alles. Also was ja, ich an meinem Handy ein- oder ausschalte, die können das von sich aus so machen, wie die das wollen. Ja, ja. Das ist halt irgendwo nicht richtig. Die Gisela kommt schon. Ich habe jemanden gesagt, die Software-Milliardäre wollen die Weltherrschaft. Da hat der zu mir gesagt, ja, die haben die doch schon längst. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Die haben die schon längst. Aber es ist halt uns noch nicht so deutlich gezeigt. Wer hat das gesagt? Ach, so ein Informatiker, mit dem ich darüber gesprochen habe. Ja. Ja, und was wollen wir da machen? Sollen wir jetzt Maschinen stürmen oder? Nee, Bibel lesen. Beten und Bibel lesen. Ja. Ich lese jetzt trotzdem mal aus. Beten und Arbeit, ne? Die neue Welt Gottes. Ja, das. Nein, es geht um den Kampf um Licht und Finsternis. Ja. Satan steckt hinter den ganzen Machenschaften. Und was du halt nicht tun sollst, ist Satan anbeten. Also, in der Bibel lesen und Gott anbeten. Das ist das Beste, was man tun kann. Ist ja eigentlich Satan, der die Weltmacht haben möchte. Satan möchte sich als Jesus ausgeben und Gott spielen. Und das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir standhaft bleiben und auf seine Spielchen nicht reinfallen. Das Wohnen Gottes unter den Menschen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Und sie alles zerstört. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Aber das kommt ja erst dann, das neue Jerusalem kommt ja erst nach der neuen Erde. Also wir stehen ja jetzt kurz vor dem Friedensreich. Ja, und wie stellst du dir die neue Erde vor, wie das dann aussieht? Das Friedensreich? Die neue Erde, ja. Das wird sein wie im Paradies. Da wird wieder, der Planet wird komplett neu gestaltet vom lieben Gott. Aber anders, also es andere Pflanzenarten und Tierarten. Und die Menschen leben halt nicht in ihrer materiell eingestellten. Also das wird sehr vergeistigt sein. Die Menschen werden nicht an der Materie hängen, sondern dort wird halt Liebe sein und alles wird aus dem Blickwinkel der Liebe gesehen. Jetzt wird ja alles aus dem Blickwinkel des Geldes gesehen hier auf der Erde. Ne? Du wirst bewertet nach dem, wie viel Geld hast. Wenn jemand viel Geld hat, dann sagt man automatisch, der hat schon viel geleistet. Hält mir ein Stück ein. Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Nämlich hat doch Schaden an seiner Seele. Aber wo weiß ich jetzt nicht? Ich kenne das auch, aber ich weiß auch nicht. Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehmen dann den Schaden an seiner Seele. Kann man mal nachgucken, ne? Und dann gibt es noch was, und zwar, und redeten sie mit Engelszungen, würden aber erleben, verwehren sie nichts anderes als Tönen des Erzes. Weißt du, was Tönen des Erzes ist? Nee. Die Glocke. Das heißt, man, da schlägt einer dagegen. Hast du von den Zeugen Jehovas gehört? Das erzählt mir gerne. Ja, steht in der Bibel, aber das erzählen auch gar nicht Zeugen. Nee, die erzählen das nicht. Jetzt habe ich denen öfters mal erzählt. Ja. Hier, die 144.000, wo die Zeugen Jehovas ja der Meinung sind, dass die das wären. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Aber niemand konnte das Lied lernen, außer
144.000, die von der Erde weg freigekauft sind. Sie sind es, die sich nicht mit den Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge. Sie sind ohne Makel, aber welcher Mensch ist schon ohne Makel? Und dann 144.000. 144.000. Warum gerade 144.000? Wir haben so ein bisschen mit Zahlenspielerei. 12 mal 12 ist 144. Ne? Und 12 war ja damals wahrscheinlich auch so ein Seelensystem. Ne? Dutzend. Ne? Und 6. Und 6. Es gab ja früher mal ein Zahlensystem, das war 12 passiert. Also mir hat ja jemand mal gesagt, das würde bedeuten alle Menschen. Aber alle Menschen, das passt ja auch nicht, weil es sind doch nicht alle Menschen ohne Makel. Ja, keiner ist ohne Makel. Nobody is perfect, das steht nicht in der Bibel, oder? Denn sie sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben. Wer kann das sein? Denn sie sind jungfräulich. Aber es kann auch alles bildlich gemeint sein, man weiß es nicht. Ja, das könnte man alles mal hinterfragen. Da sitzt die Nicole, die kennst du auch, oder? Wer? Die wollen wir gehen, wenn ich kann. Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, warum das Ding ausgegangen ist. Denn jetzt läuft es ja wieder. Ne? Ich habe mir ein Buch vom Papst gekauft, wo er die Offenbarung erklärt. Ah ja? Also manche sagen ja, das wäre Maria hier, ne? Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihrem Geburtswehen. Was glaubst du, wer das ist? Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen. Und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt, weil Maria wird ja immer mit diesen 12 Sternen dargestellt. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Mhm. Wer ist das Kind? Jesus, ne? Jesus. Und sie gebar ein Kind. Einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Jesus ist der Hirte. Und ihr Kind wurde zu Gott. Und ihr Kind wurde zu Gott. Und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste. Also es ist schon sehr eindeutig, Maria, oder? Sagt man nicht, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Warum ist der Maria dann 1260 Tage? Oder sind das die Menschen? 1200 wie gut? Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. 1260. Also 1200. 4 Jahre. 4 Jahre.
Jahre lang. Wie kommst du da drauf? Ja, 365 Tage sind ein Jahr. Und vielleicht 5 Jahre. Ne? Ein Taschenrechner holen. 7 Tage. 1260 Tage. Der Taschenrechner ist hier. 3 Jahre, mit 3,5 Jahre muss es eigentlich sein. Na, hatten wir doch kein Handy durch den Taschenrechner. Dreieinhalb Jahre. Wie viele Tage waren das? 1260 Tage. Geteilt durch? 365. 25 vielleicht. Das ist halb Jahre, nicht? Doch. Ist 3,45 Tage. Was? Jahre, 3,45 Jahre. Also dreieinhalb Jahre. Ja. Also die hatten damals auch eine andere Zeitrechnung. Ich glaube, daraus schließen manche, es würden vor der großen Drangsal würden die Menschen entrückt werden und für dreieinhalb Jahre, bis dann das endgültige Ende kommt und man dann auf der neuen Erde wäre. Aber das ist eine Fehlinterpretation meiner Meinung nach. Der Sturz des Drachens, da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Und da meinen die Zeugen Jehovas, das wäre Jesus, der da kämpfen würde. Ja, es wird von so vielen Leuten anders interpretiert. Ja, das weiß ja auch keiner. Ja. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Ja. Weil wissen tun wir es alle nicht. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Der Drache und sein Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Aber Jesus hat auch seinen Platz im Himmel nicht verloren. Jesus nicht, aber Erzengel Michael schon. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange. Oder meinen die nur, der Drache hielt nicht stand? Vielleicht. Michael und seine Engel erhoben sich. Weil er ist ja der Erzengel, er ist ja der Höchste, der Anführerengel sozusagen. Und er hat ja dann sozusagen seine Schar Engel, die hinter ihm stehen und kämpfen. Ja. Ja, so leidet ein Raucher. Das geschieht dir ganz recht. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Der Drache und seine Engel. Ach so, der Drache und seine Engel, weil der Drache ist ja Satan und der hat ja wiederum auch sein, also er ist ja auch der Anführer und hat ja auch wiederum seine Engelschar hinter sich stehen. Und der mit seiner Engelschar haben den Platz im Himmel verloren, die sind aus dem Himmel rausgeflogen. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Lauter Scharen wieder um sich scharen. Machen wir doch schwer dazu Flugscharen. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Auf die Erde. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Was heißt das denn, sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod? Das heißt, sie haben sich am Leben geklammert, oder? Sie haben sich nicht ans Leben geklammert, ja. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen, weh aber euch Land und Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Der muss sich einen abstrampeln. Und er weiß, er wird verlieren. Ja, ja. Der Kampf des Drachens gegen die Frau.
Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Also Maria verfolgt er. Oder wer ist die Frau? Das ist alles so ein bisschen... Aber der Frau wurden die beiden... Kryptisch, sagt man. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Atlas gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Also sie konnte da mit Adlerflügeln fliegen. Ich denke, man weiß ja gar nicht, ob er Dreh hat. Ja, seit kurzem. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernähren. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt werden vom Angesicht der Schlange. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache ja, das ist ein Kumpel vom Gretchen und Nami, ne? Jetzt mach ich's wieder. Da geriet der Drache in Zorn und er ging fort, den Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis wie Jesus festhalten. Also er führt Krieg mit den Gläubigen. Und der Drache trat an den Strand des Meeres. Eigentlich unglaublich wunderschön zu lesen, oder? Ja, Fantasie, ne? So der Herr der Ringe zum Beispiel oder Harry Potter. Nee, könnte so ein Mix davon. Da kommt nichts dran. Das ist einfach nur Gott, der selbst persönlich zu Angst spricht. Na? Ist eine Kriegssonne. Ja? Ja, die ist auch sehr stark. Man muss aufpassen. Ich habe mich schon zweimal verbrannt. Ich habe schon mal gehabt. Ja, dann, ich habe Sonnenstich, ich krieg dann von Sonne Sonnenstich und Sonnenbrand. Und das braucht dann erst ein oder zwei Tage, bis man wieder normal ist. Das ist schon lange. Ja. Da waren meine zwei Jahre alt. Und da war ein Platz für die Kinder, waren Zwillingsbrand. Und ich habe in der Sonne gesessen. Oh, ich bin nicht wahr. Nie mehr. Das Tier aus dem Meer. Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer mit 12 Hörnern und 7 Köpfen. Auf seinen Hörnern trug er 10 Diademe. Und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Also 10 Gotteslästerungen auf 10 Köpfen. Ach ja. Namen, die Gotteslästerungen waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drache nieder, weil er seine Macht dem Tier gegenüber hatte, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Und wenn es mir dann am meisten so warm wird, Satan, fahre ich nach Hause und ziehe mich aus. Das ist halt nicht so genau beschrieben. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, also Satan oder dem Antichristen, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Nee, wer war denn jetzt der Drache? Und der Drache hat ihm seine Gewalt übergeben. Achso, da gibt es einen Drachen und da gibt es eben das Tier. Na, das ist alles ein bisschen. Ich muss sie machen. Aber sie beteten das Tier an. Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm von wem ermächtigt? Von den Menschen, oder? Ja, oder von Gott. Wenn doch alles durch Gott gemacht wird. Ja, Gott lässt das natürlich zu, weil er muss das ja zulassen, weil er ja den freien Willen gegeben hat. Und deswegen darf Satan uns auch verführen oder
uns auf seine Seite zu ziehen. Ja. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Wie viel sind 42 Monate? Ein Monat sind 30 Tage. Wie viele Jahre? 42 Monate. Also 12 Monate, ein Jahr. Auch wieder. 3,5 Jahre. Auch wieder 3,5 Jahre. Das sind nämlich insgesamt dann diese 7 Jahre, die wir dann jetzt bald demnächst dann noch haben. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern, seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm. Alle, deren Name nicht seit der Erschaffung der Welt geschrieben steht, im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Ja, alles Horror. Das Lebensbuch. Stehst du da drin, Wolfgang? Hast du mal nachgeguckt? Wer Ohren hat, der höre. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss ich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Das war ein Heiliger. Weiß ich nicht. Standhaft. Ich wollte es nie irgendwie. Das können andere beurteilen. Ich muss nicht das Tier vom Land. Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner, wie ein Lamm, und redete aber wie ein Drache. Aber das Aber steht hier nicht. Soll ich mal wieder abschalten? Wie lange haben wir jetzt? 22.